Günter Rudolph, 67 Jahre, ich bin Landtagsabgeordneter, komme aus dem Schwalm-Eder-Kreis, wohne in der Gemeinde Edermünde, bin seit 5.4.1995 Landtagsabgeordneter im Hessischen Landtag, immer wieder direkt gewählt und bin seit dem 14. Dezember 2021 Vorsitzender der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag. Bevor ich in den Landtag kam, habe ich eine Ausbildung zum Verwaltungsbeamten für den gehobenen Verwaltungsdienst gemacht und zuletzt bei der Stadt Kassel gearbeitet. Ein Fraktionsvorsitzender leitet die Sitzungen. Er muss die Tagesordnung festlegen. Er muss politische Ideen, Initiativen entwickeln, in die Fraktion geben. Er ist Ansprechpartner natürlich für die anderen Fraktionen, demokratischen Fraktionen im Landtag. Naja, und ganz wichtig natürlich, Kontakt auch außerhalb des Landtags. Ich habe ja noch einen Wahlkreis in Nordhessen, im Schwalm-Eder-Kreis. Auch dort nehme ich Öffentlichkeitstermine wahr. Aber als Fraktionsvorsitzender ist man natürlich über den eigenen Wahlkreis hinaus noch unterwegs. Der Austausch mit den Menschen ist wichtig. Jetzt Gott sei Dank wieder im persönlichen Kontakt. Das war während der fast dreijährigen Corona-Zeit eher schwierig. Nehmen wir mal eine normale Arbeitswoche in Wiesbaden. Üblicherweise dienstags finden Fraktionssitzungen statt. Vorher Fraktionsvorstand, Fraktionssitzungen. Dann, wenn Landtagssitzungen anstehen, steht Ältestenrat an. Dann haben wir auch Parlamentsempfänge, interne Bürobesprechungen, Pressekonferenzen, wo man inhaltliche Papiere vorstellt, etwa zum ländlichen Raum. Und dann nimmt man noch klassische Wahlkreistermine auch wahr. Ja, und so ist die Woche dann durchaus gut gefüllt, mit unterschiedlicher Intensität. Aber eine klassische 40-Stunden-Woche ist es nicht. Es ist schon deutlich größerer Aufwand. Als Fraktionsvorsitzender ist man auch so ein bisschen immer Generalist, das heißt für viele Themen natürlich zuständig. Ich komme aus der klassischen Innenpolitik, also Fragen der inneren Sicherheit. Wie ist die Polizeiversorgung in Hessen? Was sind die Herausforderungen, etwa durch Rechtsextremismus? Aber ich komme selber aus einem Bereich, den man als ländlichen Raum bezeichnen kann. Wie soll der ländliche Raum zukünftig organisiert werden? Das steht im Mittelpunkt. Und eine gute Bildungspolitik. Wie soll eine moderne, zukunftsgewandte Bildungspolitik aussehen, dass eben Schule nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch fit fürs Leben macht. Ich bin mit 16 in die SPD eingetreten. Das war, als Willy Brandt Bundeskanzler war, es war eine interessante, aufgewühlte Zeit. Dann eher so, ja, fast ein typischer Weg in der SPD damals über die Kommunalpolitik, also vor Ort engagiert. Und irgendwann hatte man den Ansatz, naja, könnte man vielleicht auch hauptberuflich machen. So hat es sich ergeben und so wurde ich in den Landtag gewählt. Und seit 1995 auch immer wieder bestätigt. Fahre manchmal mit dem Zug nach Kassel rein, dann gucken die Leute, oh, da ist der Abgeordnete, der fährt Zug. Oder ich kaufe ein. Oder im Urlaub ist es mir schon passiert, mich so Leute komisch an. Gell, Sie spielen den Tatortkommissar. Also die hatte mich im Fernsehen gesehen, der Hessenschau möglicherweise, aber kriegte die Verbindung nicht hin. Man wird schon auch angesprochen mit unterschiedlichen Wahrnehmungen, aber manchmal wirklich putzig. Ich sage, Leute, ich muss einkaufen, ich hole mir meine Hemden aus der Reinigung. Das ist doch normale Sachen und so. Also aber es ist interessant, wie Leute denken, wie man als Politiker agiert. Deswegen ist es ganz wichtig, die Bodenhaftung zu behalten. Und ich denke und hoffe, dass es mir gelingt. Weil ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, seinen politischen Willen zum Ausdruck zu bringen. Wir können in der Demokratie wählen. In vielen Ländern kann ich gar nicht frei wählen. Und deswegen junge Menschen begeistern für Demokratie, sagen, das ist nichts Selbstverständliches. Ich kann mitbestimmen, meine Stimme entscheidet möglicherweise. Und deswegen, ja, demokratische Parteien wählen ist ganz wichtig. Demokratie ist nicht mehr selbstverständlich, das glauben viele. Und deswegen sich einmischen, sich einbringen. Unser Bundespräsident hat vor vielen Monaten mal gesagt, Demokratie braucht keine Helden, Demokratie braucht jeden von uns. Und deswegen zur Demokratie gehört Wählen. Einbringen, mitmischen, demokratische Parteien wählen.